Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. In dieser finalen Folge einmal DFB-Pokal, einmal Champions League. So, und ich erinnere euch nochmal vorher bitte an die letzte Folge. Da wollte ich ja mit einer Abstimmung machen, ob ich dieses Projekt mit dieser Mannschaft, so wie es jetzt ist, fortsetzen soll. Wenn ihr das wollt, schreibt bitte irgendwas von wegen weiter oder so. Und wenn ihr es nicht wollt, schreibt, wir wollen, dass du von vorne anfängst oder so ähnlich. So, lasst euch da gerne das einfallen, wie ihr es gerne haben möchtet. Ballert die Kommentarbox voll und wir machen jetzt weiter. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. Die sind so müde wie wir. So, dann geht's jetzt gegen Bayern. Mit dieser Aufstellung drückt kurz Pause. Ich erläutere da jetzt nichts mehr. So, ich würde sagen, boah, spielen wir doch so, oder? Spielen wir doch so. So. Ui, der geht sogar noch in die Latte. So, gehen wir rein ins Finale. Wir natürlich in hellblau in den Auswärtstrikots von rechts nach links in der ersten Hälfte. Und Bayern wie gewohnt in rot. Und gleich mal mit dem Fehler. Ah, gute Möglichkeit da. Mbolo bedient Rhys James. Der findet Almada, der kommt aber nicht richtig hin. Und Tielemans. Und wir machen gerade richtig Druck. Und gibt keine Ecke. Tielemans mit, nee, es war Tonali, ne? Tonali mit dem Abschluss. Aber man merkt hier sofort, wer hier Lust auf das Spiel hat, nämlich das sind wir. Wir sind deutlich aktiver die ersten 15 Minuten. Bayern kommt kaum in Ballbesitz. Jetzt mal eine Ballbesitzphase, guter Seitenwechsel auf Podolce immer noch im Strafraum. Ja, gut gemacht von Kamera. Und der Konter. Und Rhys James hat jetzt mal Platz. Der ist schnell. Der ist schnell. Auf. Immer noch Rhys James. Aber kommt er nicht mehr hin. Schade. So schnell ist er nun auch nicht. Aber Amiri klaut sich da den Ball von Tolisso. Gibt sogar einen Freistoß für uns. Und Rhys James bringt ihn rein. Aber kommt keiner hin. Zinzerella. Und der Aufbau wieder. Und Zinzerella. Es müsste sich da auch mal einer anbieten. Aber da kommt keiner hin. Und Bayern könnte es jetzt schnell machen. Machen sie aber nicht. Wir stehen halbwegs wieder geordnet. Come on. Jo. Gibt einen Einwurf. Oh,
Oh, wir sind gerade gut in den Almada. Ah, den kriegt er nicht mehr. Schade. Jetzt mal die Münchner. So, aufpassen. Aufpassen. Was macht der denn da? Ah, das war ein geschenktes Tor, sorry. Das war ein geschenktes Tor. Aber so ein richtig geschenktes Tor. Embolo. Das war ein geschenktes Tor von Karma. Karma, glaube ich, war das. Ja, München führt unverdient, würde ich mal sagen. Wir sind hier ganz klar besser. Und jetzt könnte es 1:1. Hochverdient, Freunde. Hochverdient. 1:1. Embolo trifft. Aber auch gut von Amiri vorbereitet. Hochverdient. Ja, gibt, glaube ich, nochmal Gelb für Amiri. Da muss er nicht hin. Das weiß er auch selber. Ah, schade. 1:1. Völlig schmeichelhaft für den FC Bayern. Die kamen einmal nach vorne. Einmal ein Abwehrfehler bei uns. Und ja, das Ding war drin. Wir tauschen jetzt. Foden kommt für Amiri rein. Oder? Warte mal. Wir machen das anders. Almada geht nach da. Und da wird da kommt dann Foden hin. So. Und Phil Foden. Jetzt haben wir Platz. Vorsicht, Doppelpass. Und jetzt könnte es schnell gehen. Jetzt könnte es schnell gehen. Embolo. Ah, wenn er den rumbekommt. Denn wäre Baku, glaube ich, durch gewesen. So, jetzt wechseln wir aber mal. Amiri wird rausgehen. Gutes Spiel auf jeden Fall. Und De La Viga wird kommen. Und jetzt der FC Bayern. Coman jetzt mal mit viel Platz da. Aber auch gut gemacht vom Früchtel. Und Phil Foden. Da hat er zu lange gewartet. Da hat er zu lange gewartet, der Phil Foden. Unglaublich eigentlich. So, Embolo werden wir jetzt auch rausnehmen. Der ist schon kaputt. Und Bordus wird reinkommen.
Oh, dass er den noch so mitgenommen hat. Damit habe ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet. Deswegen habe ich diesen Stick schon in die andere Richtung getan. Ich nicht damit gerechnet habe, dass er da noch rankommt. Also, dass er den Ball so gut mitnimmt. So, und jetzt der FC Bayern. Richtig guter Pass. Aber auch gut geblockt. Ah, schade. Jetzt der Wechsel, Embolo geht raus, wie gesagt. Und jetzt mal Tonali. Ah, schade. Bayern natürlich mit mehr Ballbesitz, ist aber auch klar. So, wir werden gleich Havertz mal bringen. In der Verlängerung. Das war ein verschenkter Ball. Jetzt Arthur, Vorsicht, der kann was am Ball. Guter Pass, aber Früchtel ist auch da. Oh, was sind das denn immer für Abwehrwürfe? So, Boadus baut erstmal hinten auf. Oh, guter Ball. Ah, aber der kommt nicht an. Schade. Wenn der Ball durchkommt, ey. Und zu Ende, erste Halbzeit zu Ende. Wir wechseln jetzt. Havertz wird raus, reinkommen und dafür geht Barco raus. Ja. So, Havertz. Und die tauschen dann die Seiten. So. Ich hoffe, das bringt was. Müssen wir auch ein bisschen mit den Kräften gucken für ein mögliches Elfmeterschießen. Und jetzt Boadus. Boadus. Ah, ist zu kompliziert gespielt. Die Laufwege haben auch nicht gestimmt. Bei Foden und jetzt Havertz. Oh, und der Pfosten. Gleich wieder Gefahr. Sobald Havertz auf dem Platz ist, klappt es irgendwie. Was war das denn für ein Ball? Ah, den bekommen die aber noch. Den bekommen die sogar noch, alles klar. Also wenn der reingegangen wäre, ne? De La Viga. Hat jetzt mal Platz. Ah, das ist zu eigensinnig, sorry. Da muss er früher abspielen, Foden war gelaufen, aber war auch nicht optimal gelaufen. So, ja, zweite Hälfte. Aber so richtig gibt es auch gar keine Torchancen, ne? Auf beiden Seiten nicht. So, Bayern steht halbwegs gut hinten, wir aber auch. Ah, Mann.
So, jetzt drei Innenverteidiger. Todibo kommt zurück. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? So, Bordus. Ja, aber so richtig kommen sie nicht mehr mit. So, jetzt Phil Foden. Nochmal im Strafraum. Ja. Verdattelt den Ball. Verdattelt den Ball, der Gute. Und es sieht nach Elfmeterschießen aus. Jo. Es sei denn, Bayern macht den jetzt rein. Es sei denn, Bayern macht den jetzt rein und sie machen ihn rein. Das gibt es nicht. Das war's. Wir verlieren den DFB-Pokal in der Nachspielzeit. Jo, wir sind raus. Bayern hat gewonnen. Toll. Schade. Ja, man kann ja auch nicht immer gewinnen, ne? So ist das Leben. Schade. Bayern gewinnt also. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja, Tielemann ist gut drauf. Das war Pech. Danke für dieses Gespräch. Auf jeden Fall, das war Pech. So. Und wir werden jetzt komplett einmal alles umrotieren. Denn gegen Manchester United möchte ich schon noch den Sieg holen. So, und zwar Sturm. Wird Rodrigo kommen. Da wird Hoslek spielen. Links wird Sessegnon. Ende Abwehr kommt Saar und Ethan Ampadu. Und da Hakimi im Tor wird Lunin stehen. Zentrales Mittelfeld. Da könnten wir es mit Miljot und Florentino versuchen und hier wird Havertz spielen. So. Komplett eine neue Startelf. So, Jungs, Spieler weg. Spielerchat auch Lex, sehr schön. So, Pressekonferenz. Dann nehmen wir natürlich teil. Ist ja logisch. Okay, we'll take questions now. Ui. Jo. Thank you. Wir werden allen zeigen, was wir können. So wird es nämlich aussehen. Möchte ich das so haben? Ich bin eigentlich zufrieden, außer dass wir kein zentrales Mittelfeld haben. Beziehungsweise haben wir, aber da wird... So. Jetzt bin ich zufrieden. So können wir jetzt gerne in das Spiel gegen Manchester United und da werden wir auf jeden Fall ein Heimtrikot spielen. Jo. Und die in Auswärts. Ja. Gut, gehen wir es an. Und hoffen auf ein besseres Resultat als gegen Bayern. Dieses 2:1 in der Verlängerung war schon bitter vor der Zeit.
Gehen wir rein. Aus weg. Mit der Seitenverlagerung. So, Havertz. Oh, verliert da wieder den Ball. Schwach. Ganz, ganz schwach. Aber das war stark von Florentino. Havertz. Oh, was ist das denn? Was ist das? Der tanzt uns hier aus ohne Ende. Wer war denn das? Danny van de Beek, okay. Wir liegen zurück. Ah, es gibt Rot. Nee, Gelb. Glück gehabt. Ah, abseits. Ah, doch nicht. Ah, hätte ich früher abgeschlossen, ne? Mann. Schade, gute Idee, den da durchzustecken. Aber wir sind jetzt gerade in der Druckphase, in der größeren. So, Rodrigo auf Havertz. Ah. So, und jetzt der Konter für Manchester United. Wir stehen hinten ziemlich geschlossen, aber jetzt wieder relativ, aber hoch. Ich weiß gar nicht, wieso wir so hoch stehen. Oh, Danny van de Beek, ey, gute. Das war jetzt mal richtig gut gespielt. Ah, schade. Hätte das 1-1 sein können. Hätte. Und dann immer wieder diese 1 gegen 1 Situation. Ja. Leute, was ist los? Was ist los in der Abwehr? 2-0. Jetzt müssen wir echt mal. Concentration, bitte. Es. Vorne passt gar nichts. Ich weiß nicht, was los ist, ehrlich. Und das heißt, wir spielen im nächsten Jahr Europa League. Keine Champions League, sondern nur Europa League.
2-0, wir müssen uns was ausdenken. Ja, ich lasse die Startelf erstmal so, aber die Abwehr gefällt mir gar nicht. Ah, die Bälle kommen überhaupt nicht an bei uns. Das ist echt schade. Ah. Das gibt wahrscheinlich auch gelb. Wo war das mit dem Platzverweis? Also. Gut, jetzt müssen wir offensiver werden. Das bedeutet, ja, Miliot muss rausgehen. Und ja. Das wird jetzt richtig schwer. Das wird jetzt richtig schwer werden. Wieso startest du nicht? Und dann kriegen wir ihn nicht rein. Wir kriegen ihn nicht rein, den Ball. Das will heute nicht sein. Leider Gottes. So. Dann wird Foden jetzt für Havertz kommen. Und wir brauchen noch einen Stellenmann. Barco kommt für Rodrigo. Es will heute irgendwie nicht sein. Also diese Folge, keine Ahnung, was los ist. Mir gelingt aber heute auch gar nichts. Ihr seht es ja selber. Mir gelingt heute echt nichts. Guck mal, noch nicht mal das Abspielen klappt rechtzeitig. Es gelingt heute gar nichts. Ich verspiele gerade alles in einer Folge. Schade, aber so ist Fußball, Leute. So ist Fußball. Barco. Bin Cessin Long jetzt damit. Amiri. Ich krieg das nicht richtig ausgespielt. Keine Ahnung. Ah, ich meine, wir haben jetzt zweimal die Champions League gewonnen. Mal ganz im Ernst. Irgendwann ist ja auch mal gut mit einem. Ey, und dann kann Amiri den Ball nicht kontrollieren, ne? Also wenn es einmal richtig schlecht läuft, dann läuft es wirklich schlecht. Abseits. Ah, Mist. So, press doch mal bitte. Danke.
Gelingt uns wenigstens hier noch ein Ehrentreffer. Nee, noch nicht mal das. Ja, und das wollen wir nicht sehen, das Gefeier. Ja, wir haben alles verloren in dieser Folge, tut mir leid, aber ja, so ist das im Fußball. Man kann nicht immer alles gewinnen. So, ist natürlich echt schade. Sehr, sehr schade. Is it all right if we just ask you a couple of questions? Ach, so ist das Leben. Fehler passieren halt. Und damit, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung da und vergesst die Abstimmung nicht. Schreibt also in die Kommentare, was ihr gerne möchtet. Soll ich mit dieser Mannschaft noch weitermachen oder neu anfangen und dann aber mit dem das Spiel komplett einmal auf Null setzen? Weil mir gefällt es irgendwie alles nicht mehr. So, gut, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.